So, dann melde ich mich immer noch mit dem DAX kurz zurück. Zunächst erstmal wieder der Risikohinweis. Meine Videos stellen keine Anlage- und Aktienempfehlung dar. Und dann schauen wir auch sofort auf den DAX-Index. So, zunächst einmal der kurzfristige Chart. In 30 Minuten, der DAX war auf definitiv eben auch schon am Freitag stärker als die US-Indizes und schloss über, auch in 30 Minuten über dem Rainbow und über der Wolkenoberkante. Mit der schwachen Eröffnung, die wurde sofort gekauft und zog direkt, hier ist jetzt nicht das Gap gekennzeichnet, ja, bei 19.017 lag das Gap, da gab es nur ein kurzes Geplänkel zwischen Bullen und Bären. Das Tageshoch wurde dann eben bei 10.980 festgestellt. Dann konnte er zum Schluss nicht mehr so profitieren von den US-Indizes. Aber das ist jetzt auch hier gar nicht drin, aber ich sehe es auf dem anderen Schirm. Gut, hat jetzt doch noch ein neues Hoch gemacht, ja, nachbörslich. Aber nicht nicht signifikant über dem anderen hoch. So, und hier war eben noch von letzter Woche ein Setup da, was bis circa 11.220 gehen könnte oder wo eben ganz kurzfristig eine Marke gewesen ist. Dieser Trendkanal hatte ich auch letzte Woche schnell eingezeichnet und hier sind wir eben direkt an die Oberkante des Trendkanals gelaufen. Und hier ist jetzt nun ein multipler Widerstand morgen, ja, direkt bei 11.180, ja, maximal 11.200. Hier ist jetzt definierbar. Hier könnte jetzt der Markt morgen direkt hinlaufen, beziehungsweise das ist ein prädestiniertes Ziel für morgen. Sollte er ja über die 11.000 Punkte Marke ausbrechen, also über den Trendkanal, wäre dann hier das prädestinierte Ziel. Schauen wir nochmal das andere Chartbild an. Wo mehr Widerstände eingezeichnet sind. Hier habe ich eine Special Marke noch bei 11.040 herausanalysiert. Die nächsten wären eben auch bei 11.217. Und die absolut oberste bei 11.335 und zwischen 11.285 und eben 11.173 ist noch ein offenes Gap. Also entweder Unterkante wird höchstwahrscheinlich eben morgen angelaufen, das wäre sicherlich auch ein schönes Ziel und das andere Ziel wäre eben noch 100 Punkte weiter oben. Und dann könnte es mit dem Dow Jones dann im Gleichklang sein, dass er eben dort eine mehrtägige Konsolidierung einleitet. Allerdings haben eben die Bären dort eben auch zwei, dreimal versagt. Und sollte jetzt hier die Bären an diesem Level versagen, dass es hier eben keinen bärischen Abpraller gibt, ist auch hier dann der Weg nach oben komplett offen und ja, eine mehrwöchige Jahresendrallye könnte dann definitiv eingeleitet sein. So, ich melde mich dann morgen früh, denke ich mal auch wieder 10.30 Uhr zurück und wünsche bis dahin schon
eine gute Anlageentscheidung und gute Trades.